herzlich willkommen zu meinem Video. Gerade habe ich die Glossybox angeboxt und mega geiler Inhalt, verlinke ich euch auf jeden Fall oben. Gerade ist ja die Vorweihnachtszeit, deswegen möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, es kommt jeden Sonntag, wirklich jeden Sonntag, ein Vlog online von mir und es werden auch mindestens zwei oder auch drei Gewinnspiele online kommen. Das dritte hängt nicht von mir ab, das hängt eher von euch ab, aber wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Was habe ich heute für euch? Es ist ja Black Friday gewesen und ich habe einiges bestellt zu Black Friday. Ich konnte mich wieder nicht zusammenreißen. Und da hat es einmal von Lookfantastic diese Black Box gegeben. Habe ich natürlich sofort gekauft. Mit Produkten im Wert von, ich glaube, 80 Euro und 35 hat man bezahlt, glaube ich, um den Dreh. Und die wollte ich natürlich jetzt auch mit euch unboxen. So, so sieht die Box dieses Mal von innen aus. Da stehen die Produkte schon. Das nehme ich gleich auf die Seite und packe sie einfach gleich mit euch aus. Wenn es die Box noch gibt, dann verlinke ich sie euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Als ich heute geschaut habe, war sie auf jeden Fall noch drin. So, und ich weiß schon, was drin ist, deswegen gucke ich jetzt auch rein. Sonst hätte ich mir die Box ja nicht gekauft. Das erste, was wir hatten, ist von Grow Gorgeous Cleansing Conditioner. Après Shampooing 11 in 1 Cleansing Conditioner. Genau, das ist das Produkt hier. Mal gucken, was das ist. Ach, das ist Shampoo und Conditioner in einem. Und das soll Frizz minimieren und so wegstehende Haare sozusagen. Und soll das Haar eben mit Feuchtigkeit versorgen, voller wirken lassen und vitalisiert. Ja, werde ich auf jeden Fall gerne verwenden. Finde ich cool, so ein Shampoo und Conditioner in einem. Mal gucken, wie das funktioniert. Werde ich aber sehr gerne probieren. Dann haben wir als nächstes etwas Kleines und zwar von Nuxie Multi-Purpose Dry Oil Face Body Hair. Also ein Öl für die Haare, für den Körper und fürs Gesicht. Also für alles im Endeffekt. Und kann das noch was Besonderes? Ist ein Kultprodukt anscheinend, okay. Macht die Haare und die Haut super glossy und auf jeden Fall geschmeidig. Hat eine non-greasy Formula, also dass es nicht so, ja, greasy wird. Weiß nicht, wie man das übersetzt. Auf jeden Fall cool, werde ich auch sehr gerne verwenden. Dann haben wir als nächstes, bevor ich das nächste sage, die Preise schaue ich, dass ich die euch unten einblende, wenn ich die Produkte finde, weil da stehen leider keine Preise drauf, deswegen kann ich es euch nicht sagen. So, dann haben wir als nächstes einmal von Madara SOS Instant Moisture Radiance Hydra Mask. Eine Hydra Maske, gucken wir mal rein. Die ist so groß, also nicht gerade groß. Gucken wir mal, was die kann. Steht sogar auf Deutsch. SOS Soforthilfe Feuchtigkeitsmaske. Samtige Maske, die auf der Haut verbleiben oder abgewaschen werden kann. Versorgt die Haut mit sofortiger und langanhaltender Feuchtigkeit. Anwendung zweimal wöchentlich oder wann immer die Haut trocken, dehydratisiert und gestresst ist. Geeignet für alle Hauttypen. Hautpflege. Hab zwar genug, aber je mehr, desto besser. Dann haben wir als nächstes, was ist das? Coris Santorini Schauergel. Ein Duschgel von Coris. Duschgel, ein frischer, fruchtiger Duft, blühender griechischer Weinbergel. Ein Weinberg-Duschgel. Ist eine sehr kleine Größe, es wird wahrscheinlich ein, maximal zweimal bei mir reichen. Aber Duschgel geht immer. Dann haben wir ein Tiegelchen und zwar von Christoph Robin. Cleansing Volumizing Paste with Pure Resol Clay and Rose Extracts. Okay, also das ist diese Creme hier und da gucken wir wieder hier. Ach, das ist wieder für die Haare. Deep Cleansing Shampoo-like Treatment. Also für die Haare ist wieder ein säuberndes, aber auch, also ist wie ein Shampoo, säubern, hat aber auf jeden Fall Kohle drin und zieht Schmutz raus. Okay, ich hatte noch nie Kohle-Shampoo, das hört sich interessant an. Und soll dem Haar Strenge und Dicke verleihen. Ich hatte ja noch nie Shampoo im Tiegel, aber werde ich sehr gerne ausprobieren. Dann haben wir als nächstes von EH, Emma Hardy, kenne ich auch noch nicht die Marke, ein Morning Balm. Tiefenreinigung mit dem Daily Cleanser bei Emma Hardy. Hat Antioxidantien drin, Wild Sea Fennel, keine Ahnung was das ist, und Vitamin E. Und entfernt das Make-up und revitalisiert die Haut. Also wieder eine Creme fürs Gesicht. Aber was ich nicht verstehe, ist ein, ein Moringa Cleansing Gel, nicht Morning Cleansing Gel, Moringa. Genau, also ein Cleansing Gel, das ist auch gut, werde ich sehr gerne verwenden. Dann haben wir einmal was doppelt, was ich auf jeden Fall verlosen werde. Vielleicht auch wieder in meinen Videos, mal gucken.
Und zwar haben wir von Dalika diese Bubble Detox Maske. Die hatte ich ja schon drin. Da sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Die war schon mal in der Lookfantastic Box. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht getestet, aber ich habe so viele Masken, deswegen werde ich diese doppelte auf jeden Fall verlosen. Aber noch nicht jetzt. Dann haben wir, weswegen ich die Box eigentlich bestellt hatte. Ich wollte unbedingt diese Seife. Und zwar von Vegan ein Champagne Radiance Cleansing Bar. Anwendung in Dusche oder Bad mit den Händen aufschirmen und gründlich abspülen. Warnung, Benutzung, Einstellen, falls Rötung oder Irritation. Okay. Also das ist einfach Duschgel in fester Form. Und ich will es schon so lange Duschgel in fester Form ausprobieren. Ich bin auch jetzt dann in Dresden und da werde ich auf jeden Fall zu Lascha. Ist vielleicht auch wieder ein Hinweis für ein Gewinnspiel. Genau, und da werde ich mir auch sowas kaufen. Aber ich bin so gespannt. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und deswegen habe ich mir die eigentlich gekauft. Habe mir gedacht, ja, dann habe ich ein paar Zusätze. Es waren noch ein paar andere interessante Sachen dabei. Aber hauptsächlich wegen der Seife. Möchte man meinen. Das wäre nicht so, aber es ist so. Dann haben wir von Lookfantastic, nein, von High Definition, eine Eyeshadow-Palette. Das ist, da hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Adventskalender was drin von High Definition. Ich glaube, das war der Lookfantastic Adventskalender. Die ist gar nicht mal so billig, die Marke. Es fühlt sich auf jeden Fall super hochwertig an, die Palette. Ist auch so samtbezogen. Oh, das fühlt sich so gut an. Und zwar ist das die 002 Foxy. Und das sind diese wunderschönen Farben hier. Auf jeden Fall ein großer Spiegel mit diesen Pinsels mit zwei Seiten und diese wunderschönen Farben. Es sind sehr schöne, dezente Farben. Also für einen dezenten Look für unterwegs ist die auf jeden Fall gut, die Palette. Und ich werde euch auf jeden Fall einen Swatch einblenden, aber ich bin wirklich mega froh, dass die drin ist. Habe ich gar nicht gewusst, dass die von High Definition ist. Mega cool, mega cool. Und ich weiß, dass die echt nicht billig ist. So, dann haben wir noch zwei Produkte. Und zwar einmal von Ico London. That's where I draw the line. Ein Waterproof Lash Enhancing Carbon Black Eyeliner. Dieser hier, der hat, gucken wir mal die Spitze an. Ja, auch wieder so eine dicke Spitze. Mag ich nicht. Wieso können die vorne nicht weiter zusammengehen? Ich komme mit so dicken Spitzen einfach nicht klar. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ist auf jeden Fall besser als der Ico Eyeliner, der in der Glossy Box drin war. Das war ja dieser Fett Liner. Werde ich auf jeden Fall probieren, aber ja, mal gucken. Und dann haben wir einmal von Laura Geller. Ach ja, da hatte ich in der letzten Lookfantastic Box ein Highlighter drin und der kostet ja 20 Euro, der Highlighter. Laura Geller Lash Boss Major Length Volume Curl Mascara. Also diese hier. Die hat, was hat die für ein Bürstchen? Ein Gummibürstchen. Ein Gummibürstchen, die oben sehr lange Haare hat und unten eigentlich keine. Das ist mega cool. Mega interessant. Also so ein Bürstchen hatte ich noch nicht. Also ich denke mal, dass man mit der kurzen Seite Produkt an die Wimpern ranbringt und mit der langen Seite die Wimpern trennen kann. Ja, die werde ich super gerne verwenden. Da bin ich mega gespannt drauf. Also die Form kenne ich noch gar nicht. Das war es jetzt wieder mit dem Produkt. Es waren jetzt insgesamt, 11 Produkte. Einmal eine Maske. Einmal eine super schöne Eyeshadow-Palette. Einmal ein Moringa Cleansing Balm. Einmal eine Probegröße Wimperntusche von Laura Geller. Einmal ein Eyecow Eyeliner. Ico. Einmal eben dieser Shampoo Conditioner. Dann einmal von Coris dieses Weinduschgel. Dann einmal dieses Shampoo im Tiegel. Dieses Dry Öl. Diese SOS Creme. Und mein Liebling natürlich diese vegane Seife. Also mega coole Produkte. Ich habe mir die Box sofort gekauft. Ich fand die mega interessant. Ja, falls es sie noch gibt, ich hoffe es für euch, verlinke ich sie auf jeden Fall unten. Es sind wirklich mega Produkte, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall was verlosen werde. Wie gesagt, mindestens zwei, vielleicht auch drei Gewinnspiele in den nächsten Wochen. Ja, und das war's dann jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne einen lieben Kommentar da lassen und falls ihr Lust habt, mehr von mir zu sehen, könnt ihr mich natürlich entweder hier an der Seite auf meinem Gesicht abonnieren oder unten in der Infobox, würde mich natürlich sehr freuen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag und tschüss!